Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 1 Definitiv-Edition. So, wir quatschen mal mit Wolf. Hey du. Wenn er Zeit hat, am Fleisch zu drehen, hat er bestimmt auch Zeit gehabt, die Rüstung fertigzustellen. Hoffe ich doch. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Es wäre so cool, wenn man ihm jetzt noch weitere Crawlerplatten geben könnte. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. So. Ja, schauen wir uns mal unsere neue Rüstung an. Und die ist wirklich deutlich stärker, vor allem vor Pfeilen und Waffen. 15, um genau zu sein. Sehr, sehr geile Bio-Rüstung. Sehr geil. So. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ja eine Bio-Rüstung. Aus erneuerbaren Rohstoffen. Das wäre so krass. Stellt euch mal vor, man öffnet einfach eine Minecrawler-Zucht. Eine Minecrawler-Warrior-Zucht. Nur um seine Rüstungen bauen zu können. Das wäre schon nice. Was hältst du so für Tiere? Ja, ich halte Minecrawler-Krieger. Was? Wofür? Oh, ich muss Rüstungen bauen. Es sind erneuerbare Rohstoffe. Wobei das ja eigentlich für der Tierquälerei gelten würde wahrscheinlich. Also so sicher bin ich mir ja noch nicht. Das ist ja im Grunde wie Viehhaltung, oder? Kann ich da jetzt eigentlich hoch? Mal so rumgefragt. Ich gehöre doch zu den Söldnern, genau. Gehöre doch zu den Söldnern. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, warum ich denn jetzt nicht Wassermagier werde, um noch bessere Zauber zu wirken. Die Sache ist, die Abstimmung damals zur Gilde war ja Gardist. Und tja, die würde ich jetzt eigentlich nur ungern missachten wollen. Ich meine, ja, wir sind jetzt kein Gardist mehr und können jetzt theoretisch spielen, wie ich will. Oder ich kann jetzt theoretisch spielen, wie ich will eigentlich. Aber wir sind halt nur jetzt Söldner geworden, weil das die Story so vorsieht. Sonst wäre ich es wahrscheinlich gar nicht. Deshalb halte ich auch noch meine Gardistenrüstung, behalte ich auch noch, deswegen. Und deshalb werde ich auch kein Magier, weil ihr habt ja auch abgestimmt, dass ich Zweihand primär nutzen soll. Da aber die Kampfanimation verbuggt ist, was ich vorher nicht wusste, sind wir jetzt auf Einhand geblieben. Das heißt, Einhand ist unsere bevorzugte Waffe. Und wenn ich jetzt auf Magier gehen würde, dann würde ich halt noch bessere Zauber bekommen. Und Magier ist ja schon so ein bisschen das Zeichen für, okay, wir zaubern jetzt. Was ja ein Magier hauptsächlich macht, ne? Und das will ich nicht. So, hier auf jeden Fall noch ein Versteck. Für keinen Erfahrungspunkt, dass ich dieses Versteck gefunden habe? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Naja, wollte schon sagen. Hallo. Ja, moin. So, wie sieht denn die Rüstung in Kombination mit meinem tollen Schwert aus? Yeah. Ah, es ist schon geil. Ist schon geil, muss ich sagen. Also, ich bin damit hochzufrieden. Hochgradig. Und ja, was ist denn jetzt der Plan? Also, ich gucke mal gleich sofort nochmal ins Logbuch hier. Weg in den Schläfertempel. Xalas der Dämonenbeschwörer. Weg in den Schläfertempel. Okay, ja, eigentlich können wir jetzt schon in den Schläfertempel gehen. So wie ich das jetzt verstanden habe, können wir das machen. Aber ich würde vorher nochmal meine Lernpunkte ausgeben. Wir haben 44 an der Zahl. Die müssen wir nochmal investieren in Stärke. In Stärke, sag ich jetzt schon, in Mana und Stärke, also beides. Best Case. Wer bringt mir denn hier Stärke bei? Also, Lehrer, neues Lager. Da, da. Kronos macht Mana. Ah ja, Lee macht Stärke. Okay, Lee und Kronos, gut. Wir haben aktuell 56 Mana. Ich glaube, nach zwei Salven ist mein Mana erschöpft, ne? Ich muss es mal kurz testen. Ja, zwei Salven. Also das heißt, ich brauche 25 Mana pro Salve. Steht ja auch hier, ich Idiot. Das heißt, wenn es geht, würde ich alles jetzt in Mana ballern. Einfach, damit ich drei Salven schießen kann. Brauche vielleicht noch neue Tränke. Also drei Salven, Feuersturm wäre schon geil. Oder zumindest zweieinhalb. Mal gucken. Also ich bräuchte 15 Lernpunkte, um 5 Stärke noch zu lernen. Wir sind jetzt bei 79.
Na, mal gucken. Hallo. Bleib stehen, du Hund. Warum stört... Ja, das haben wir schon oft gehört. So. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Hm? 20... Okay, wir haben jetzt um 22 gesteigert. Ja, das heißt, wir können jetzt drei Salven feuern. Drei Salven, Feuerstürme. Das ist ausgezeichnet. Gut. Ja, nice. Wir hauen uns jetzt nochmal pennen, damit es nochmal Tag wird. Und dann geht's los. Auf ins Orkgebiet. Auf in die Orkstadt. Habe ich eigentlich noch Telekinese-Zauber? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich nochmal abchecken. Ich denke mal schon. Ich habe, glaube ich, noch 4. Ich glaube, 4 Telekinese-Zauber müsste ich noch haben. Pyrokinese habe ich einmal. Ja, 4-mal Telekinese, perfekt. Jetzt gehe ich nochmal kurz zu Riordian, kaufe nochmal neue Tränke. Und dann geht's los. Dann geht's ab in die Orkstadt. Wir haben genug Heiltränke dabei, das reicht mir erstmal. Aber Mana-Tränke macht mir ein bisschen Sorgen. Meine Meinung kennst du ja schon. In der Geschichte musst du auch was. Speedtränke, haben wir eigentlich noch genug Speedtränke? Können wir auch nochmal welche holen. Genau das habe ich auch gesagt. Wo ist er denn? Riordian! Ja, moin. Ach, da ist er. Hast du mit Xander... Ah. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Ja, das habe ich jetzt verpeilt, dass ich das jetzt gescheitert habe, ist egal. Zeig mir deine Ware. So. Sehr gut, der hat Mana-Tränke. Ich würde mir eigentlich auch nochmal die Speed... Ach komm, ich hole mir alles, ich kann es mir doch leisten. So, jetzt habe ich mich mal richtig eingedeckt hier. Der hat hier nur noch nichts mehr. So, dann würde ich jetzt... Eigentlich würde ich jetzt auch die schwere Söldnerrüstung verkaufen. Die schwere Garderüstung behalte ich, weil die gefällt mir einfach besser. Die Axt kann weg. Das behalte ich noch, Das behalte ich aus Nostalgiegründen. Das kann alles weg. Ach komm, die Spitzhacke brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ach komm, dieses Gardeschwert brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So, okay. Den Hammer behalte ich noch, falls wir noch irgendwo überraschenderweise ein Steingolem über den Weg laufen sollte. Die beiden Ringe gehen jetzt auch mal weg. Den Talisman behalte ich doch mal noch, weil ich doch nochmal gegen irgendwas Feuriges kämpfen muss. Spätestens bei den untoten Orkschamanen wird es ein Problem werden, wenn ich da nichts habe. Ein Sumpfkraut, ey. Das behalte man noch, das kann weg, das behalte ich. Mana. Jede Mana-Quelle, die ich kriegen kann, behalte ich jetzt noch. Was will ich mit dem Schnaps? Was will ich mit dem... Oh boy, Starkbier sprinten ist ganz gut. Das normale Bier kann aber weg. Und die Fleischquellen bringen eigentlich auch nicht mehr. Bringen nicht mehr so viel Lebensenergie. Dass sich das irgendwie noch lohnen würde. So, habe ich hier noch irgendwas, was ich verscherbeln kann? Ja, tatsächlich. Hier, Zeugs noch. Erzbeutel behalte ich mal noch. Das behalte ich auch noch. Die behalte ich noch. So, den Rest muss ich mit Erz auffüllen. 2460. Ah, das war zu viel. Okay. So, damit haben wir uns jetzt nochmal schön mit Tränken eingedeckt. Jetzt können wir nochmal auf dem Weg zum Orkgebiet bei Scorpio halt machen. Es ist ein neues Kapitel. Eventuell hat er eine neue Waffe. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, Scars Einhandschwert ist auch eine geile Sache. Definitiv, stimme ich euch zu. Da komme ich jetzt aber aktuell gerade nicht ran. Zumindest nicht vom Spiel aus her. Also, in-game könnte ich da jetzt schon rankommen. Aber das wäre jetzt irgendwie cheaten. Also, das Tor ist halt offen. Also, man kann sich halt da durchglitschen. Aber das will ich halt nicht. Ich will halt schon auf den Moment warten, wo ich mich nochmal ins alte Lager teleportieren kann. Um von Bartolo empfangen zu werden und so. Ihr wisst, was ich meine. Deshalb, jetzt machen wir das noch nicht. Kommt dann später.
Sieht auch witzig aus, wenn der in der Rüstung rennt. So. Wie gesagt, wir machen jetzt nochmal einen Abstecher zu Scorpio, geben Kanter die 60 Goldmünzen, die ich noch hab, ab. Schauen, ob Scorpio noch vielleicht doch noch irgendeine Waffe hat, die man sich schon mal holen kann. Vielleicht habe ich da ein neues Ziel, was die Stärke angeht noch. Weil das jetzige Schwert macht 65 Schaden, benötigt 63 Stärke, aber ich habe ja schon 79 Stärke. Also vielleicht hat er irgendeine Einhandwaffe, die 79 Stärke benötigt und dann irgendwie 85 Schaden macht oder so. Wüsste ich jetzt gerade nicht auf Anhieb, fällt mir jetzt gerade keine ein, aber vielleicht ist ja da noch was. Warum der Erpresser hier noch... Erpresser mit B. Der Erpresser da noch liegt, das weiß ich nicht. Wer weiß das schon. So. Was für Trottel. So. Interesse an alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Das kann Danke. Bring mir alle, die du finden kannst. Es gab nochmal 600 Erfahrungspunkte. Das hat sich erst gelohnt, alle Lass mich mal zu sammeln. Zeig mir deine Ware. So, du hast auf jeden Fall 900 Erz. Kann man sich schon mal vormerken. Nee, der hat leider nichts. Keine wirklich bessere Waffe. Ich habe schon wirklich so ziemlich mit das Beste, was man, glaube ich, gerade... Wobei, warte mal, 65 Schaden? Zeig mir. Nee, ist wirklich das Beste. Also der Rapier wäre noch besser, aber ich habe halt keine Geschicklichkeit gelernt. Deshalb müssen wir es ohne den Rapier machen. So. Na dann, auf. Zum orkischen Gebiet. Gucken wir mal, was es dort so Neues gibt. Achso, ich hab's Ulumulu. Ich wollte gerade sagen. Ah, interessant, wie viele Orks jetzt hier sind. Krass. Das ist auf jeden Fall neu. Die könnte ich mir alle abfarmen, ne? Also es juckt mich ja schon in den Fingern, da jetzt einen Feuersturm reinzuknallen, ne? Das würde ja schon erheblichen Schaden machen, glaube ich. Ich kann mich eigentlich nicht zurückhalten jetzt, ne? Der Feuersturm wäre prädestiniert dafür, um dort jetzt reinzuhalten. Ich muss es versuchen. Ich habe gespeichert. Das wird so viel Schaden machen. Ja, ich habe gerade gefailt, weil ich halt irgendwie die erste Salve nicht abgefeuert habe. So, jetzt probieren wir das nochmal. Diesmal richtig. Zwei Salven haben gereicht, um 4 Orks platt zu machen. Das ist schon geil. Im Nahkampf hätte ich die niemals geschafft. Niemals hätte ich die im Nahkampf geschafft. Ein oder zwei höchstens gleichzeitig, aber nicht 4. Also für die Erfahrungspunkte muss ich das eigentlich echt tun, ne? Es ist wirklich... Ich will ja schon noch mal ein Level up oder... Naja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Level absteigen, aber... noch mehr. Aber die haben jetzt nur 250 Erfahrungspunkte gebracht. Die anderen Orks haben gerade 400 gebracht. Wahrscheinlich, weil das hier Ork-Krieger sind, Ork-Kämpfer sind. Die anderen waren Ork-Krieger oder so, ich weiß nicht. Lag das vielleicht daran? Es gibt Ork-Krieger und es gibt Ork-Kämpfer. Okay. Die Ork-Krieger bringen wahrscheinlich mehr Erfahrungspunkte. Okay.
Boah, es sind eigentlich auch nicht viele Mana-Tränke, die ich da hab, ne? Eigentlich, boah. Also ich muss doch ein bisschen sparsamer mit Magie umgehen, tatsächlich, weil so viele Mana-Tränke habe ich halt nicht. So viele habe ich nicht. Wobei, wir kriegen im Schläfertempel selber kriegen wir noch ein paar Mana-Tränke, aber erst gegen Ende hin. Wo finde ich diesen Zauber? Wir sind in die Höhle von Brüdern. Die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber. Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Freund müssen nehmen Figur von großer Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay, wir haben zum Glück Telekinese. Aber ich gucke mich natürlich bei den Orks erstmal um. So viel Zeit muss sein. So, das speichern wir ab. Hello there. Oh, das würde so viele Erfahrungspunkte bringen, die einfach platt zu machen. So, die feiern sich erstmal ab. Gucken uns erstmal um. Ich glaube, die Leiter können sie mir nicht folgen. Gab es hier hinten nicht noch eine Kiste? Nee. Ich fände das so geil, wenn er mir jetzt folgen würde. Die Leiter hochfolgen würde. Oder die Leiter einfach zurückziehen würde und ich runterfallen würde. Na, hier oben ist echt nichts. Aber eine nette Aussicht ist hier. Guckt euch das mal an. Man sieht zumindest ein Stück vom alten Lager und das alte Kastell sieht man von hier. Hervorragend. Schon ganz geil. Kannst du jetzt mal bitte gehen? Ist er gegangen? Ja, ich glaube schon. I think so. So. Oder er kommt gerade wieder, ich weiß nicht. Egal. Ah, ich hätte schon Bock, hier alle Orks wegzuräumen, ne? Ich meine, ich muss ja sowieso noch mal raus aus dem Schläfertempel. Da kann ich das später noch mal erledigen. Ich gucke akribisch nach irgendwelchen Änderungen, ob es hier welche gab. Ich glaube, die Tempelkrieger sind krass. Ich glaube, mit denen will ich mich nicht anlegen. Okay. Oh, eine leere Rune. Interessant. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ist ja schon eine nette Behausung, muss man immer sagen hier, ne? Das sind Höhlen in der Höhle. Höhlen innerhalb einer Höhle. Wie cool ist das denn bitte? Also hier hätte ich auch schon Bock zu wohnen, müsste ich sagen. Wobei das hier eher wie ein Lager aussieht, als eine Wohnhöhle. Das ist hier wirklich nur ein Lager, glaube ich. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an, wenn ich mich an dieser Kiste vergreife. Scheint mir gerade. Oh, guck mal. Verwandlung, Orkhund, Heilung, Licht, Feuersturm, Feuerregen, Hallöchen. Und orkischer Teleportzauber. Ha? Na, da bin ich aber. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wozu dieser orkische Teleportzauber gut ist, aber dazu müsste ich meine Vermutung erstmal bestätigen. Ich glaube, dieser orkische Teleportzauber gilt nicht für diese Orkstadt hier.
Okay, Leute, es gibt eine spontane Planänderung, die ich mir jetzt gerade überlegt habe. Wir werden nicht in den Schläfertempel reingehen, diese Folge. Zumindest nicht, wenn meine Vermutung nicht bestätigt wird. Ich muss kurz was überprüfen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich renne erstmal so hart weg, dass die mir gar nicht folgen können, weil die Orks viel zu langsam sind. Ich muss meine Vermutung bestätigen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Höhle, die es hier mal gab oder gibt. Mit dem Gitter davor und dem Teleporter dahinter. Wo ich sagte, ich habe bei Dunkle Geheimnisse gab es diese Höhle schon, auch mit dem Teleporter. Oh, das sind ja neue Razors. Ne, die sind gar nicht neu, die sind einfach nur da. Ich habe die einfach noch nicht bekämpft. Oh Gott, jetzt hoffe ich, dass sie mir nicht folgen. Und zwar meine ich diese Höhle hier. Vielleicht hilft mir hier der orkische Teleportzauber. Ich habe diese Höhle nicht vergessen. Oh. Okay. Ja. Ja gut. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber soll mir recht sein? Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich hier wieder raus? Na klar, durch Teleport, ich Idiot, aber... Könnte ich versuchen... Von hier aus... Ja, kann ich! Oh oh. Oh, oh jetzt werde ich sterben. Ja, ich werde sterben. Verdammt, nein! Lass mich raten, ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert, oder? Doch, habe ich. Okay, ich habe gerade hier unten in der Höhle gespeichert. Okay, Gott sei Dank. Puh, das war aber knapp. Ich dachte schon kurz, ich wäre am Arsch. Also ich kann von dort die Büste wegnehmen. Ich muss nur schnell genug dann weglaufen. Apropos schnell genug weglaufen. Wir werden jetzt natürlich nicht die Stadt verlassen, weil ich weiß, dass meine Vermutung nicht gestimmt hat. Aber es gibt hier noch einen anderen Schacht, den ich mir vorher noch angucken will, bevor ich in den Tempel reingehe. Und zwar den Weg hier. Was haben wir denn hier? Ein Horn. Schade, dass dieses Horn leider absolut keine Bedeutung hat. Hier haben wir noch ein paar Ork-Waffen. Geil. Ich finde es auch witzig, dass die Orks solche Holztruhen verwenden. Irgendwie passt das nicht zu Orks. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätten man die Truhen irgendwie anders designen müssen oder so. Damit es vielleicht besser gepasst hätte, weil ich finde, so passt es irgendwie nicht. Amulett der Geschicklichkeit, ja okay. Kann man mal mitnehmen. Werde es wahrscheinlich jetzt nicht nochmal einsetzen, aber... So, und hier haben wir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich nehme mal an, das hier ist die Kloake der Orks. Also ich glaube, die scheißen hier durch das Gitter rein. Oder werfen hier ihre ihren Abfluss da rein quasi. Ihre Fäkalien. Fäkalien. Und da bin ich jetzt schön durchgelaufen. Lecker. Durch einen Sumpf von Ork-Scheiße laufen. Könnte man bei den Menschen als Bestrafung zählen lassen. Neues Bestrafungsverfahren, wenn die Barriere weg ist. Ich verurteile dich zur Gefangennahme in der Barriere. Ah nee, warte mal. Ich verurteile dich zu 5 Runden in Ork-Scheiße warten. Oder was hat Utmin mir neulich erzählt? Es gab ja mal diesen Schwedentrunk. Von dem habe ich auch schon gehört. Der ist ziemlich krass. Nur dass der halt nicht mit Gülle gemacht wird, sondern halt mit Ork-Kot. Und der Hebel wird erst betätigbar sein, wenn... Funktioniert ja. Nicht. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Die Orks können mir ja nicht hinterherkommen.
wenn ich hinter Gittern bin. So. Aber von hier aus kann ich schnell abhauen. Deshalb. Oh! Oh! Alter. Okay, also die Orks greifen mich auch an, wenn ich. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich habe ihn zwar auch getötet, aber oh nein! Okay, ich muss schneller handeln. Scheiße. Okay, ich muss einfach nur schnell weglaufen erstmal. Am besten erstmal die Treppen runter. Da bin ich erstmal sicher. So, was haben wir hier? Verwandlung zum Orkhund. Okay, auch interessant. So, hier bin ich erstmal in Sicherheit. Wo sind die denn jetzt? Hundert leckere Erfahrungspünktchen. Die sind irgendwie jetzt weg. Weiß nicht wohin. Hab auch keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich egal. Es ist meine Gelegenheit, die Statue da schnell runterzuziehen. Ja, moin. Und weg hier. Okay. Und das war der zweite Streich. Aber der dritte folgt jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt erstmal die Statue da runtergeholt. Das reicht mir jetzt auch erstmal persönlich. Ja, wir können uns jetzt erstmal kurz regenerieren, mana-technisch. Die Steinwurzeln sind echt schon gut wert. 19 Mana ist schon nicht wenig für meine Verhältnisse. So, und dann würde ich sagen, liebe Leute, in der nächsten Ausgabe werden wir den Tempel des Schläfers betreten. Ich würde mich dann sehr freuen, wenn ihr auch wieder mit am Start wäret. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bleibt gesund, macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.